Aber ich glaube, ich habe schon ein einigermaßen gutes Bild davon, was die Russen treibt, was die strategische Elite Russlands treibt. Wir haben das in den letzten 30 Jahren, und hier habe ich ein völlig anderes Weltbild als Sie, Herr Hofreiter, gesehen. Es war immer das gleiche Ziel, was sich auch in den Verhandlungen von Istanbul im März 2022 schon widerspiegelte. Haltet uns die NATO vom Leib. Wir können darüber reden, warum. Versucht nicht unsere Bevölkerung, die Russland-affin ist, von uns abzudrängen. Und natürlich wollen sie ihre Schwarzmeerflotten-Stützpunkte behalten. Das ist das, was sie treibt. Was sie nicht treibt, ist ein Angriff auf das restliche Europa, die Gesamtkontrolle der Ukraine. Natürlich können sich im Krieg Ziele verändern, wenn sich Gelegenheiten bieten. Deswegen muss man da aufpassen. Deswegen bin ich auch dafür, die Ukraine zu stützen. Aber mit Maß. Das heißt, Sie würden sagen, die Ukraine muss sich damit abfinden, Teile ihres Territoriums. Aber darauf wird es hinauslaufen, sagen Sie? Ich glaube, wenn wir realistisch sind, wird es die territoriale Integrität von 1991 nicht geben. Okay. Wer das anstrebt, wird in die Eskalation geraten und die können wir uns nicht lassen. Okay. Das muss man nicht gutheißen, was die Russen gemacht haben. Nur man sollte die Dinge aber auch bitte nüchtern im Kontext analysieren. Mhm. Und natürlich besteht Völkerrecht aus dem Kodex, es besteht aus der Lehrmeinung der Gerichte oder der zuständigen Juristen, aber auch aus der Meinung der Staaten, vor allen Dingen aus der Staatenpraxis. Und hier müssen wir, wenn ich mal den Begriff kollektiver Westen, der ja oft benutzt wird, dort aufgreife, natürlich auch an die eigene Schulter und uns packen und sagen, haben wir da was beigetragen, um diese Normen auch zu erschüttern. So, das ist sicherlich ein Punkt, der diskutiert werden muss. Führt uns aber jetzt nicht weiter, rechtfertigt keinen Aggressionskrieg, um das nochmal ganz deutlich zu sagen.